Kein Dach überm Kopf, aber einen schicken Wagen. Mieten Sie unsere Cabrios ab 39 Euro pro Tag bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer des Elbkick TV. Es haben sich wieder eine ganze Menge Fragen angesammelt, worüber ich mich sehr freue. Davon will ich heute 4 beantworten. Habt ihr weitere Fragen? Immer her damit. Per E-Mail an redaktion@elbkick.tv. Hi, ich bin Goran Petrogoschonka vom Bramfelder SV und meine Frage an Eugen Igel ist, wo siehst du den Bramfelder SV in 3 Jahren? Ja, Goran. Zunächst muss ich mal sagen, in diesem Jahr steigt ihr ab, das ist unumgänglich. Bramfeld steht an letzter Stelle mit 6 Punkten abgeschlagen, kein Sieg. Übermorgen kommt dann auch noch Dassendorf. Den Verein und den Mitarbeitern zeichnet aus die Bodenständigkeit, das muss ich ganz eindeutig sagen. Darum hat man ja auch gerade mit dem Ligatrainer Hardy Brüning den Vertrag verlängert. Ich gehe davon aus, dass kontinuierlich wieder und weiter gearbeitet wird, fachlich, ruhig und gezielt, wie man es kennt vom Bramfeld. Dann sehe ich den BSV in 3 Jahren wieder in der Oberliga. Mein Name ist Tassilo Bigal, Trainer VfL Grünhof Tesperhude. Moin Eugen. Eine Frage. Wie kriegen wir gute Spieler nach Grünhof Tesperhude zu uns? Helf uns bitte. Ja, Tassilo. Die Nachteile von Grünhof Tesperhude sind in der Tat, dass ihr in der letzten Klasse spielt. Kreisklasse 11. So, dann haben viele Spieler, die vielleicht interessiert sind, am weiten Weg, das ist auch bekannt. Ihr habt einen Grandplatz, auch bekannt, leider. Aber ihr belegt den 3. Platz, habt 37 Punkte, 50 geschossene Tore, die 3. meisten der Klasse. Die Grundlagen zur Motivation für neue Spieler sind erstens, dass ihr aufsteigt in die Kreisliga. Zweitens, dass ihr junge, entwicklungsfähige Spieler anbietet. Und drittens, dass gute Ausbildung garantiert wird mit guten Trainern und einem guten Umfeld. Das muss alles gegeben sein und dann ist der Gang und der Weg nach Grünhof sicherlich für viele nicht uninteressant. Kutay Kiklikci hier nochmal vom SC Viktoria Hamburg. Kurze Frage an Eugen Igel von mir. Glaubst du, dass wir die Klasse halten, ja oder nein? Ja, Kutay. Vicky ist zwar letzter, hat 18 Punkte, aber man weiß, wenn sie einmal gewinnen, sind sie schon wieder am Mittelfeld dran. Sonntag kommt der Tabellenvierte Werder Bremen, auch schwer. Aber Vicky muss, das ist meine ehrliche Meinung, beständiger werden. Dann können sie auch die eben genannten 3 Punkte und mehr eher erreichen. Ich gönne meinen Freunden von der hohen Luft den Klassenhalt, aber es wird sehr schwer, ist meine ehrliche Meinung. Und wenn es so kommt, dass man runter muss, dann gibt es dort bei Vicky genug qualifizierte Leute, die dann das Fazit ziehen in Sachen Zuschauer, in Sachen Finanzen und in der Sache, ob es sich lohnt, in der Regionalliga zu spielen. Das wird dann aufgerechnet und eine entsprechende Konstellation erarbeitet. Ich gehe davon aus, dass an der hohen Luft weiter und wieder und immer Regionalliga-Fußball gespielt wird. Hallo Eugen, mein Name ist Raphael Montero vom Oststeinbeker Sportverein und ich habe eine Frage für dich. Und zwar wirst du immer als Fußballfachmann abgestempelt, sag ich mal. Und ich möchte halt gern wissen, was für Trainerlizenzen du eigentlich hast. Ja, Raphael. Der Begriff oder das Lob Fußballfachmann ist vielseitig interpretierbar. Es gibt Fußballlehrer, die versagt haben. Es gibt Amateurtrainer, die gute und viele Erfolge haben. Und es gibt eine Menge Trainer oder Übungsleiter ohne Lizenz, die auch viel Erfolg haben. Es ist ja bekannt, selbst in der Oberliga muss man noch keine Lizenz nachweisen, um Trainer zu werden. Ist leider so. Das heißt also, das ist nicht immer eine Bedingung zu deiner Frage. Ich habe die gute und alte B-Lizenz, eine Menge Erfahrung und auch ein gutes Fachwissen erarbeitet. Ich bin rundum zufrieden. Das war's und tschüss, bis zum nächsten Mal. Kein Dach überm Kopf, aber einen schicken Wagen. Mieten Sie unsere Cabrios ab 39 Euro pro Tag bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung.